Kommt rein und schließt die Tür hinter euch. Es ist kalt da draußen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit Hearthstone Heroes of Warcraft. Eine neue Woche, ein neues Kartenchaos. Tatsächlich schon wieder kein doppeltes. Also ich bin ziemlich froh, dass Blizzard das so hinkriegt. Ja, diese Woche heißt das Kartenchaos ausgetüftelte Hand. Irgendwie stand es im Battle.net ganz anders, aber gut. Die Gnome aus Tüpfelstadt testen Optimotron, ihren Kartenbombenprototyp. Im ersten Zug zieht ihr eine Karte, die 1 kostet, wenn ihr eine im Deck habt. Im zweiten Zug zieht ihr eine, die 2 kostet und so weiter. Das heißt, ab dem 10. Zug immer 10. Mal gucken. Sprich, wenn ich jetzt ein beliebiges Deck nehme, sagen wir mal den Schammer. Haben wir irgendwas, was 1 kostet? Das Ding ist ja auch, man muss es ja auch benutzen. Ist ja auch so ein Ding. Wir machen mal heute keine Spielereien. Ich würde das gerne auch so. Ich nehme Deck, womit ich mich auskenne. Auch wenn mein Krieger mittlerweile Level 60 erreicht hat. Nehme ich einfach. Was gibt es denn dafür? 1 Schildschlag. Ich mache einfach die Standardkarten rein und hoffe, es funktioniert. Ich bin in letzter Zeit nicht so krass, was Decks bauen angeht, irgendwie. Bisschen vergesslich. Also vergesslich bin ich schon immer. In letzter Zeit ist es beim Deckbau ganz schlimm. Das hier steht etlichen Legendaries hier. Ich glaube, Magie habe ich gar nicht in meinem Deck, aber gut. Was ist hier noch? Den Schlickspuck habe ich doch bestimmt drin. Oh. Achso, Skype wird diesmal nicht mit aufgenommen. Mein Skype hat sich nicht mehr gemeldet. Ja, den weiß ich auch echt nicht, ob ich den drin habe. Den Grim Patron könnte man eigentlich noch mit reinnehmen. Ich glaube, Chromagus und Raggi habe ich eh nicht drin. Ich nehme jetzt einfach mal die beiden. Ich gucke jetzt, ob es klappt. Manche Kartenchaos-Varianten könnten in Zukunft zurückkehren. Wir können ja einmal verlieren, das klappt. Passt ja von der Zeit. Dann kann ich immer noch nachgucken, wie mein normales Deck so funktioniert. Jetzt halt einfach mal wieder Gummibärchen auf. Garrosh gegen Garrosh! Da habe ich hier halbe Tüte zerrissen. Sieg oder Tod! Ich werde euch vernichten! Oh! So. Toll. Nur teure Karten. Ach, wir ziehen ja eine Einer-Karte, die uns dann aber auch nichts bringt. Gerade beim Krieger. Na, hat einer genauso den Krieger genommen wie ich. Ich hab so teure Karten. Was habe ich denn beim Krieger noch billiges drin? Eigentlich nix. Die hier sind halt immer sie und der... Ah, der Akolyt, der Schmerz nicht hier. Das ist cool. Grüße. Grüße. Naja, kriegen wir schon hin. Okay, das ist ein bisschen laut hier, mein Geschmatze. Ich spare mir die Gummibärchen. Was mache ich denn für einen Scheiß? Ja, ich habe nicht genug Mana. Ich bin schon zu müde. Es ist zwar nur 23.13 Uhr. Aber ich glaube, ich werde keinen Schrank. Das war richtig dämlich gerade. Mich schon so ein bisschen auf. Lass dich im Herzen sprechen. Not cool, man. Zurück an die Arbeit! Angriff! Hast du recht. Hauptsache Rüstungsdenken. Ich hab, glaube ich, gerade richtig in Erinnerung behalten, dass ich immer noch nur einen Schildschlag habe, tatsächlich jetzt. Vom Scharwitz hätte ich gar nicht einen brauchen, glaube ich. Das fehlt mir zwar sehr oft, aber ich gewinne trotzdem die meisten Spiele auf dem Scharwitz. Jetzt nicht mehr, weil er seit Level 60 ist, ich jetzt noch die letzten drei Klassen auf 60 bringen muss. Das sind meine schlechtesten. Wobei der Paladin nicht mehr, weil der so geil geworden ist, der Schaman auch nicht mehr ganz so schlecht. Dafür ist mein Hexmeister jetzt extrem schlecht geworden. Der vorher relativ gut war. Der ist nicht mehr
Was jetzt? Ich hoffe, er hebt sich seine Aufladung von der Axt noch auf und tötet ihn. Mein Kollege ist vielleicht doppelt was. Das passt sogar. Ich habe eine Viererkarte, gleich krieg ich noch einen grünen Gast wahrscheinlich oder einen Schamutzel. Ich glaube, das sind die einzigen beiden. Ah ne, ich habe auch noch den Schlickspucker. Hab ich noch einen Fünfer reingenommen gerade? Was jetzt? Ja, grünes Gummibärchen. So, habt ihr gar nicht gehört. Habt ihr auch nicht gehört. Eine Rauferei! Ja. Ich bin dabei! Gut gespielt. Kommt alle! Und ich hab noch zwei. Das wird mal mehr. Eine Sechserkarte. Oh, ich hab Tauris Hand vergessen. Also ich hab das Deck total zerstört, aber. Auch ist es halb so wild. Wenn er jetzt Tauris Hand drin hat, dann ist es natürlich scheiße. Ich frage mich ob. Lass die Schmerzen sprechen. Ein Schuss? Ich bin hart im Nehmen. Einfach dick Rüstung aufbauen. So, Sima-Karte könnte Dr. Boom kommen. Ja, ich spiele das Deck gerade komplett, wie ich es vorher auch gespielt hätte. In meinem Standarddeck sind nämlich auch keine grimmigen Gäste drin. Und ich komme ganz gut damit klar. Ja, jetzt habe ich so ein Halb und Halb, also ich habe es beide Seiten versaut. Das ist ziemlich doof. Gerade was den Akolyten angeht. Deine Klinge ist durstig. Der hieß, glaube ich, mal Akolyt der Pein. Ja, Beta oder so. Wir sind GG. Ich muss mich entscheiden. Also. Könnte nach hinten los, genau dafür habe ich immer noch Schambitze. Also richtig geile. Hab tatsächlich auch gerade was fallen lassen. Auch keine Gummibärchen wie angekündigt, sondern es ist. Ich frage mich ob. Greift an! Sagen. Okay, eine Rauferei! Ich bin dabei! 15% CPU-Auslastung. Läuft wahrscheinlich gar nicht. Kommt alle her! Kommt alle her! Gut gespielt. Bitte? Ich muss mich entscheiden. Kommt alle her! Kommt alle her! Fetzen. Alles all in. Der konnte nicht mal angreifen. Was ist das denn? Das ich kann nicht mehr. Das ist bedauerlich. Bedauerlich ist es vor allem. Jetzt hat er, glaube ich, alle guten Karten schon raus.
außer potenzielle Legendaries, die noch kommen können. Läuft nicht so geil, wa, Kumpel? Ich werde euch vernichten! Bei der Macht von Ragnaros! Ich habe die Kraft! Hat sein ganz normales Grim Patron Deck nachgebaut. Das habe ich immerhin nicht gemacht. Ist ja schon mal ein Anfang. Ich werde euch vernichten! Schau mal auf den Fertigknopf jetzt. Ich werde euch vernichten! Ich träume und die Welt erzittert. Komm an. Stimmt, ja, runter, nein. Also irgendein für 10? Ich glaube nicht. Ob man hier die Taktik so krass ausnutzen kann, weiß ich auch nicht. Zittert vor der Macht Sturmwind! Bitte, viel Spaß. Tu, was du nicht lassen kannst. Na? Kommst du voran? Hab ich mir gedacht. Ich muss mich entscheiden! Normalerweise seht ihr die Over drin. Ach ne, jetzt Fenster. Ich hab mich nicht mehr umgestellt. Jetzt ist die Frage jetzt schon mit drin oder später. Ich werde euch ewige Ruhe bringen. Ich muss den Gegner mit Spott angreifen. Ja. Er explodiert er danach trotzdem. Das ist bedauerlich. Das war ein Fehler. Ich werde euch ewige Ruhe bringen. Der auch nichts kann. Zurück an die Arbeit! Bin ich zur Not auch mit dem Grim Patron, da habe ich mal so gar kein Problem. Das ist auch total dämlich. Den hier noch. Rüstung, die Pass! Look da, Ogre! So kann die Arbeit! Noch viermal Ysera erwacht und ich hab gewonnen. Das Gute ist, der Gegner mit seinem rumpischen Arsch hier. Und mit seiner Rüstung und als Krieger zieht diese Folge ganz schön. Das heißt, ich hoffe, ich gehe nicht jetzt hier. Dann hat er jetzt nicht mehr gezogen. Jetzt darf er nach hinten raus. Aber es hat ja gereicht. Also, ich habe gute Folge zusammengekommen. Okay. Jetzt wollte ich wahrscheinlich knapp über 14. Selten! Oh, golden und selten. Den esse ich auch. Ein Zaubern. Ja, ich habe schon gesagt, die goldene Karte auch für den Zaubern. So. So, immerhin.
Legendary, ach, kostet 1600, ne? Ja, schade. Ich bin kurz vor der nächsten Legendary. Neue Quest kriege ich auch in einer halben Stunde, freue ich mich. Ja, das war's dann mal wieder mit dem Kartenchaos für diese Woche. War jetzt nicht sehr spektakulär, weil alle Ehre noch mal Index sind. Ich habe jetzt einfach nur so eins hingebaut und trotzdem gewonnen, zum Glück. Ja, ich glaube, wenn das nochmal kommen sollte, dann ein ziemlich hohes Deck bauen mit einer 1-Mana-Karte, einem 2-Mana, 3-Mana, 4-Mana, 5-Mana, 6-Mana, 7-Mana, 8-Mana, 9-Mana, eine für 10-Mana mindestens und den Rest nur hohe Karten. Weil dann ziehst du ja immer gerade genau die, die du brauchst. Auch wenn deine Starthand nur hohe Karten sind, ziehst du ja immer in der Runde die, die du gerade brauchst. Vielleicht noch ein bisschen Utility und dann hast du halt 15 Karten vielleicht entdeckt, die einfach nur krass sind. Da sagen wir 10. Das sind halt diese 10 Karten von 1 bis 10. Damit halt in Runde 10 auch wirklich ein. Vielleicht brauchst du sie da auch gar nicht mehr, wenn dein Deck darauf aufbaut, okay, Runde 7, Dr. Boom, alles cool. Oder halt hier Frostschlund und Rennen Schwarzfaust. Voll supi, kann ja gerne sein. Das halt bis zum. Aber sagen wir, man hat halt diese 10 Karten. Dann noch 10 wie Wirbelwind und so, also Utility hinrichten und andere Karten. Und dann nur noch krasse große Karten. Bam bam. Man muss nur gucken, dass man natürlich, wenn man jetzt eine 1-Mana-Karte drin hat und hinrichten, Schildschlag und Wirbelwind, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig, dass man diese Karten hat. Aber ich sag ja, da gibt es Leute, die reißen sich den Arsch auf, nur um so ein Deck hinzukriegen. Ja, das war's, wie gesagt, mit dem Kartenchaos für diese Woche. Mal gucken, wie es nächste Woche wird. Das ist jetzt auch meine letzte Aufnahme von meinen Klausuren und dann habe ich wieder Ruhe. Also dann geht mein Semester los, aber ich habe theoretisch Ruhe. Wenn nur zur Uni gehen, ist relativ entspannt. Ja, und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es hoffentlich ein neues Kartenchaos gibt. Haut rein, ciao, ciao.